Tag zusammen, kommt zurück zu einer weiteren Ausgabe von City Skylines mit einem Überflug über unsere Scholven Chemie AG, die wir in der letzten Folge ja errichtet haben. Hier ist auch schon ordentlich Güterverkehr. Wir sehen noch unsere Kraftwerksanlage, die jetzt den Industriepark mit Strom und Fernwärme versorgt. Ja, Idee jetzt dieser Folge ist, dass wir diesen Teil weiter ausbauen. Wir brauchen jetzt noch Arbeiterunterkünfte und werden uns dann auch noch um reguläre Wohnungen kümmern. Müssen da ein bisschen tricksen, denn die Arbeiterunterkünfte, die müssen ja an regulären Straßen, währenddessen wir ja die Gebäude, also die regulären Wohngebäude entlang der dieser Promenaden setzen werden. Das ist ja diese Fußgängerzonen. Das passt ja ganz gut. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht können wir noch einen Stadtteil in der ja, regulären Stadt wie Rides ausbauen oder umwandeln in Fußgängerzonen. Ein paar Detailarbeiten machen wir jetzt gleich auch noch, denn wie man da unten sehen kann, es sind relativ viele Postfahrzeuge unterwegs. Und interessanterweise liefern die Schiffe hauptsächlich Post an. So, dann starten wir mal los. Also ich denke, wir haben hier noch diese Geländeherausforderung. Ich mache nochmal hier die Konturen an. Man sieht das ja hier, wir haben hier den Bahnhof. Also ich möchte jetzt eigentlich hier sagen, dass wir etwas breiter das Gelände hier einebnen. Wie auch sieht das denn dann hier aus? Oh, das ist schon sehr wild. Nee, das ist zu hoch, das hat 20 Meter. So wollen wir das nicht machen. Dann machen wir hier in der Mitte quasi nochmal einen Schnitt. Also dann setzen wir hier quasi nochmal so einen Wall. Der kann dann so ein bisschen wie so eine Art Feuerwall dienen. Wir haben dann hier eine weitere Ebene, die wir hier einziehen. Können den Pinsel etwas größer machen. Ordnen wir das mal hier ein bisschen besser. Jetzt haben wir hier ist auch relativ steil. Da muss ich auch nochmal nacharbeiten. Das ist aber eigentlich nur mit Move-It sinnvoll möglich. Ich glaube, ich unterbreche hier mal kurz das Spiel, dass wir hier vielleicht nochmal eine etwas andere Verbindung setzen. Dass wir nämlich hier brauchen eine vierspurige Straße. Das kann vielleicht nicht Schaden. Haben wir so eine vierspurige Industriestraße. Die möchte ich hier nämlich nochmal einmal parallel setzen. Mal gucken, ob ich jetzt hier mit dem Move-It diese beiden Punkte schon mal tiefer setzen kann. Das geht. Dann machen wir das hier auch. So, Konturen wieder an und haben wir hier schon mal ein bisschen an Höhe oder Tiefe gewonnen. Wir können dann hier auch noch mal gucken, dass wir dann diese Höhe hier mal hier nehmen. Das sind ja immer noch, diese dicken weißen Linien sind immer 10 Meter, das ist immer noch viel, aber ja, das kriegen wir leider nicht besser hin. So, ich möchte nämlich jetzt hier eine Querstraße definieren. Oder sitzt da hier so Kreisverkehr? Ich glaube, Kreisverkehr wäre sogar viel besser. Ja, wieso eigentlich nicht? So wie man es ja eigentlich machen sollte. Also machen wir mal hier einen 10er Kreisverkehr. Dann die Anschlüsse an die Autobahn. So, dann macht ihn leider wieder kaputt. Dann machen wir das mit Move-It und machen daraus wieder einen ansehnlichen Kreisverkehr. Ich versetze erstmal die übrigen Verbindungen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Hier müssen wir gucken, dass wir hier einigermaßen gut runterkommen. Aber nämlich von hier runter.
So, und das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Da haben wir dann hier nochmal eine Verbindung. Können hier nochmal gucken, dass wir hier vielleicht eine Brücke über die Eisenbahn setzen. Oder kommen wir unten drunter? Wir können auch unten drunter, das geht glaube ich auch. Also dann werden wir hier nochmal so eine Verbindung. Also ich möchte von hier oben und dann hier unten ankommen. Das ist schon sehr steil, das machen wir nochmal anders. Dass wir hier in so einer Serpentine runterkommen. Das habe ich nicht gemacht. Prima, dann haben wir hier noch eine zweite Verbindung runter. Können auch wieder laufen lassen. Hier müssen wir noch mal die Richtung anpassen. Da hat er sich etwas gewehrt, aber damit haben wir jetzt hier diese Lücke geschlossen. Gut, wir können hier die Straße erstmal fortsetzen. Dann bleiben wir hier mit dem Fahrradweg. Das gleiche hier vorne. Und gehen dann hier an diese Straße ran. Wir ziehen hier nochmal eine zweite Straße parallel unserer unseres Walls. So, werden dann hier den Wall etwas verschieben, aber ich glaube, wir können also, nee, wir werden jetzt hier gleich oben die Zaun setzen, dass da keiner in die Tiefe stürzt. Wir können hier nochmal eine Seilbahn, glaube ich, platzieren. Das wäre, glaube ich, eine ganz witzige Aktion. So, dann wird das hier aber der Teil für die. Da sind irgendwie diese Post-LKWs unterwegs, diese Postlaster hier vorne. Ja. Postlastwagen, der fährt zur Postsortieranlage, die mitten in der Stadt ist. Okay. Ja, also brauchen wir hier eine Postsortieranlage. So, das sieht etwas wild aus. Wir brauchen hier natürlich auch nochmal so eine Mautstation und die können wir vielleicht hier unten hinsetzen. Dass hier unten keiner sich langschummelt. Wo ist sie? Die ist nicht hier, sondern hier. Also hier oben kommen jetzt Wohngebäude hin. Vielleicht können wir hier mal gucken, ob wir jetzt hier schon die noch regulären Gebäude hinsetzen. Dann müssten die Straßen wieder weg. Das müssen wir ersetzen gleich durch Fußgängerzone. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt auf der Ebene auch mit Straßen und Fahrradwegen hier nochmal lang ziehen. Dass hier die Wohnungen der Arbeiter dann entstehen. Das läuft ein bisschen spitz zu, ist uns aber nicht so schlimm. So, wenn wir hier noch ein bisschen Verschmutzung durch diese Fabriken hier. Vielleicht setze ich diese Altölraffinerie nochmal auf die andere Seite. Das ist natürlich nicht ganz so realistisch, dass wir die versetzen, aber kann so ein bisschen diesen Verschmutzungsgrad so ein bisschen beheben oder reduzieren. Wir setzen auch hier unsere Erdöllager auf die andere Seite. So, dann haben wir ein bisschen weniger Verschmutzung. Die Zäune müssen wir ja noch setzen. Das macht, glaube ich, Sinn, wenn wir hier diese Zäune, Erzindustrie, Öl, Flughafen, Zaun, den machen wir nicht. Nehmen wir den Zoozaun. Ich glaube, der ist ein bisschen schöner anzusehen.
So, haben wir nicht hier einen gewissen Sichtschutz und ja, Schutz für die Leute. Gut. Jetzt können wir mal gucken, wo haben jetzt diese Arbeiterunterkünfte? Setze ich mal alle hier. Ah, wir können vielleicht hier so Querstraßen setzen. Das wäre, glaube ich, ganz geschickt. Wie breit sind die denn? Nicht im Industriegebiet. So, wie man sieht hier, das Fußgängerzonengebiet, das kann ich nicht verändern. Das können wir hier schon mal platzieren. Das möchte ich mich hier dann haben. Gut, zurück zu den Arbeiterunterkünften. Also bis da vorne, alles klar. Wenn ich euch jetzt hier so platziere, dann passt ihr hier hin. Eins, zwei. Eins, zwei. Und ein dritter passt da nicht mehr hin, weil das zu schräg ist. Schade. Gut, dann setzen wir mal ein paar Bäume. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. So, oh ne, den brauchen wir nicht. Das nächste Objekt. Und hier hin. Nein, falsch da. Nochmal 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Also Wirkungseffizienz plus 108%. Prima. Das ist gut. Unsere Schäufelchen hier AG wächst und gedeiht damit. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch Fernwärme für unsere Arbeitskräfte. Da kommen wir direkt zu, in die Fernwärme, die ziehen wir dann hier mal einmal lang. So, der Strom müsste überspringen, das tut er auch. Dann setzen wir hier noch ein paar Geschäfte hin, damit unsere Arbeiter auch noch was zum Einkaufen haben. Wir können hier vielleicht mal Wege durchsetzen, aber dann haben wir hier schon mal wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht. Bäume müssen wir hier nicht agieren, passen wir hier nicht durch. Das soll eigentlich reichen. Das passt. Hier kommen wir locker durch. Dann haben wir hier ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Also, ob das jetzt die allerschönsten Spots sind, sei mal dahingestellt, aber so ist das halt. So, machen wir hier noch mal ein bisschen was. Alles klar. Das hier unten nutzen wir dann noch mal für andere Dinge. Oh, da entstehen auch schon die ersten Einrichtungen. Gut, dann bräuchten wir noch ein bisschen was an Freizeitaktivität. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Platz mit Picknicktischen. Wieso nicht? Dann vielleicht noch mal ein bisschen was zum Sport machen. Das ist ein Basketball. Das jetzt noch mal, wenn wir die Straße erst weiterziehen, damit wir hier für unsere Arbeitskräfte auch ausreichend Möglichkeiten haben zur Freizeitgestaltung. Also gucken wir jetzt hier die Verbindung machen, denn die fehlt noch, aber das ist kein Problem. Die ziehen wir hier entsprechend durch. Das ist dann noch ein großer, eine große Sackgasse, aber wir werden dann hier die Verbindung gleich nochmal eben schaffen. Bisher müssen sie außen rum, das ist nicht so gut. Aber da sind halt hier auch ordentlich Höhenmeter dazwischen, das darf man nicht vergessen. Wir haben hier nämlich von, na, sehen wir nicht, Müll gehen wir weg.
So, jetzt aber. Also. 51, 5, 44. Das sind dann nochmal einige Meter. Vielleicht können wir hier nochmal so einen Pfad runtersetzen. Wie sieht das denn jetzt hier aus mit dem Zaun? Lass mal hier gucken. Burgerladen, das gefällt doch sicherlich dir. Ja, das, wenn man jetzt hier so ist, das geht, glaube ich, ganz gut. Das haben wir ganz gut, gut gemacht. Dann gibt es hier vorne noch ein bisschen was an Freizeitmöglichkeiten. Wo haben wir hier den? Da ist er ja. Die Straße nochmal. Und dann müssen wir hier vorne, kommt dann die Verbindung von da nach da. Die ziehen wir ja geradeaus durch. Und dann haben wir die Industriestraße, die hier hochgeht. Dann brauchen wir hier noch Nahverkehr. Das kommt da jetzt sofort. Also von hier aus. Sehr gut. Also Parks brauchten wir noch. Also vorne noch ein paar Basketballfelder. Das haben wir hier. Studienjahr 272 Studierende verloren. Okay, also Basketball. Da kann ich zwei Basketballfelder machen. Der Zaun darf noch fortgeführt werden. Damit hier nichts passiert, das gleiche hier. Sehr gut, sehr gut. So, dann machen wir noch einen normalen, regulären Park. Was haben wir hier? Spielplatz brauchen wir nicht. Park mit Bäumen, der ist nämlich relativ groß, aber das kriegen wir hier nicht rein. Also gerade nicht. Dann nehmen wir einen kleinen Park mit Bäumen. Und dann brauchen wir jetzt noch städtische Infrastruktur. Wir brauchen nämlich hier vorne noch eine Feuerwehr. Das machen wir jetzt gleich auch nochmal. Gut. Also dann ziehen wir vorne links noch ein paar Geschäfte hin. Jawohl. So, damit ist unsere Arbeiterschaft erst einmal versorgt. Hier auf die Seite kommt kein... Komplexen und gucken, hier ist natürlich überall Verschmutzung, die verschwindet vielleicht noch ein kleines bisschen. Hier haben wir hier eine starke Verschmutzung, diese Altölraffinerien. Ich glaube 70, das ist, geht schon relativ weit. Jetzt sieht man auch eine unterschiedliche Farbe hier, diese Container. Oh, ist ja hübsch. So, unsere Erdöllager sind voll. Die Öltanklager füllen sich auch. Jetzt brauchen wir eine Betriebsfeuerwehr, haben wir gesagt. Da will ich auf jeden Fall ein Löschhubschrauberdepot haben. Frage ist, ob wir das hier hinsetzen. Dann. Ja, das machen wir auch. Also, dass wir hier entlang der Eisenbahnlinie das ziehen. Und dann hier den Anschluss machen. Kriegen wir das hin? Ja. Das ist gut. Also, was haben wir gesagt? Wir brauchen auf jeden Fall ein Löschhubschrauberdepot. Gelände müssen wir noch beachten. Das gibt sonst wieder Schwierigkeiten. Also, jetzt haben wir es aber. Also, Löschhubschrauber. Einmal. Dann will ich hier ein großes Feuerwehrhaus haben. Vielleicht die auch näher ransetzen, hier so ran. Dann denke ich, macht auch eine Polizeistation Sinn. Da reicht, glaube ich, immer so was Kleineres. So Gesundheitswesen brauchen wir auch, das setze ich aber lieber oben hin. Haben wir hier sonst noch was? Katastrophenschutz wäre natürlich
gar nicht verkehrt. Guck mal. Katastropheneinheit, die sind ja auch riesig, aber die Paar, die passt hier hin. Das ist gut, das ist sehr gut. So, die können nämlich dann auch von hier aus starten, wenn da mal etwas Schlimmeres passieren sollte in unserem Industriegebiet. Das ist gut. Da brauchen wir auch die Wasserversorgung. Der Strom springt noch nicht ganz über, das kriegen wir aber behoben. Wir können jetzt hier auch noch mal weitere. Also ich frage mich, ob wir hier noch mehr Industrie brauchen von diesen Industriegebäuden. Man, viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht als diese Naphtha-Cracking-Werke. Da kann ich noch mal. Vielleicht eins platzieren wir mal hier voll hier. Plastik. Hier ist Erdöl, das ist Quatsch. Hier muss auch Plastik rein. Und hier ist Erdöl und Erdöl. Da können wir nochmal ein neues Lager errichten. Das Lagerhaus. Also hier kommt Plastik rein und Kunststoffe aus unseren synthetischen Materialien und hier lagern wir weiter Erdöl. So, Plastik. Ja, alles klar, der leert erstmal das, fährt das hier rüber. Prima. Ah, der Strom springt über auf unsere Rettungseinheiten. Gut. Ich will dann auf jeden Fall aber noch unser Gebiet hier einzäunen. Da nehme ich dann auch diesen Zaun. Aber das macht jetzt, glaube ich, Sinn, dass wir hier nochmal klar machen, dass jetzt hier ein Industriegebiet ist. Und dass hier kein Publikumsverkehr gewünscht ist. So, da haben wir schon einen Zaun, den ziehen wir vielleicht dann so hier rüber. Und hier hinten dieser Zoo-Zaun, den ziehen wir mal bis hier vorne. So, und dann haben wir hier vorne die Straße, können wir geradeaus weiterziehen. Dann haben wir hier auch diese Verbindung. Ja. Na gut, auch das zäunen wir gleich noch ein hier vorne. Und dann haben wir nämlich schon mal so eine Abtrennung für unser Industriegebiet. Also, wo ist er denn, der Erzölindustriezaun? Da ist er. Lassen wir nur den Winkel an. So, ziehen den hier rum. Auf der Seite ist ja eigentlich nur Zugriff für das Kraftwerk. Das Kraftwerk möchte ich auch nur so ein bisschen einzäunen. Bauernhof nicht, Erzindustrie. Vielleicht nehmen wir hier den Erzindustriezaun und machen hier nochmal die Abtrennung, dass hier quasi das Ende unseres Industriegebiets ist. Ich möchte, glaube ich, die anderen Felder und anderen Zonen, die können wir, glaube ich, mal hier belegen mit regulärer Industrie. Die würde ich dann abreißen, wenn wir die Fläche noch brauchen. Aber ich glaube, wir haben ja den Bedarf an Industrie. Da möchte ich dann einfach auch hier die Industrie so ein bisschen ausweisen. Wieso nicht? Das ist ganz gut. Wir können hier vorne wieder ein paar Bäume platzieren. Das ist ein bisschen als Fläche nutzen, das kann ruhig auch ein bisschen bepflanzt werden. Dann sieht das jetzt ein bisschen entspannter aus. So, aber das geht wirklich nur bis zu der
bis zu einem Industriegebiet. Das Industriegebiet selber ist pflanzenfrei. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. So, das wächst und gedeiht. Der Industriebedarf ist gedeckt. Ach so, stopp. Stopp, 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 stopp. Ich muss hier natürlich noch ein Stadtviertel definieren. Denn ich möchte dem hier diese Industrie, Ölindustrie zuweisen. Dann sieht das alles ein bisschen hübscher aus. Da hätte ich nicht dran gedacht. So, das können wir auch noch ein bisschen gerade ziehen. So, dann entsteht nämlich ein bisschen, also passend zu unserer Ölindustrie oder der synthetischen Ölindustrie auch, die Gebäude. Ja, da ist wirklich sehr viel Schiffsverkehr. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Da vorne fehlt uns die Fernwärme. So, das ziehen wir hier nochmal bis ganz nach hinten und dann haben wir es, glaube ich, auch schon wieder. Machen hier nochmal die Verbindung und die Entwicklung dann dieses Stadtteils. Da kümmern wir uns dann nächste Folge drum. Hier werden wir nochmal einmal die Verbindung setzen. Dann kommt man hier auch ran. Der Weg geht ansonsten darum. Man könnte dann auch schon, wenn man hier nehmen so eine Seilbahn. Das wäre ja eigentlich so dieses terrassenförmige. Da müsste eine Schneise durchschneiden. Das wird nicht so gut funktionieren. Ja. Also hier haben wir die Fußgängerzone, dann die werden wir dann hier platzieren. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Wir brauchen noch die Poststation, aber die Industrie entwickelt sich nämlich jetzt einen hohen Bedarf an Bevölkerung, den werden wir dann hier. Oh nochmal, das können wir jetzt schon machen. Also da müssen wir jetzt nicht nochmal warten. Das sollte ja relativ schnell gehen. Also hier eine Fußgängerzone. Achso, die haben wir schon definiert. Mache ruhig mal diese Wand-an-Wand-Gebäude. Das finde ich, glaube ich, ganz hübsch. Büros vielleicht auch, die dann hier entstehen. So, wir brauchen. Dun, 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 was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall ein Fußgänger-Service Point. Den setzen wir hier vorne direkt an die Kante. Direkt, bevor ich das jetzt vergesse, dieses Postverteilzentrum mal platzieren. Das große. Das können wir, glaube ich, hier vorne hinsetzen. Ne? Monikontur nochmal an. Das hier sehen. Wenn dann hier dann unser Postverteilzentrum die Logistik machen. Das heißt also, auch das bauen wir noch mal als Industriestraße ruhig. Gehen hier parallel zur Eisenbahn und haben dann hier die Verbindung hier raus, hier ran. Können nämlich hier unten drunter her, hier hinten hin. Das kriegen wir alles dann etwas später. Wir können hier nochmal eine Straße runtersetzen. Nein, falsch. Hier runter. Auch das ist jetzt eine große Sackgasse, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. So, das Postverteilzentrum. Hier vorne hin. Wir brauchen auf jeden Fall hier auf der Seite ja auch noch Busterminals. Ne? Die brauchen wir auf jeden Fall. Also jetzt haben wir hier nochmal das Busdepot auf diese Seite. Und das Biotreibstoff-Busdepot, falls wir es brauchen, auch nochmal.
Frage ist, dass das hier so runtergeht, ist eigentlich Quatsch. Na, das kann. Das kann ja eigentlich so geführt werden. Das passt. Strom springt. Prima. Machen wir da nämlich auch nochmal. Wir haben hier vielleicht auch noch diese. Machen wir denn hier diese, dieses Parkgebäude? Die sind nicht hier, sondern hier, ne? Da. Oh, das war sehr groß. Oh, das kriegt. Hat hier Platz. Prima. Dann setzen wir es noch hier in diese Parkpflege. Das passt. Ja, 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 ja. Ja, alles klar. Das ist gut. Dann. Also hier fahren, die Busse fahren hier, dann brauche ich hier keine Busse. Dann nehmen wir jetzt mal hier Sandstein. Ich glaube, wir nehmen hier mal diese Natursteine. Das sieht doch gut aus. Und dann in die Mitte. Oder vielleicht noch was Hübsches. Also eine große Sandsteinstraße mag ich eigentlich nicht. Aber hier diese kleine mit den Bäumen, die ziehen wir mal bis hier vorne. Wir brauchen hier den Zugang zum Bahnhof. Und hier hin. So. Dann machen wir hier hohe Gebäude. Ach, das Dom ist, jetzt hat er hier diese Zonierung so doof gemacht. Fällt mir nicht. Jetzt habe ich die Mod dazu nicht, die diese Zonenplatzierung gerade zieht. Deswegen machen wir es nochmal von Hand. Wo ist er? Da. Ich glaube, dann passt es besser. Ja. Das passt besser. Dann sind die Gebäude nicht ganz so groß. Zaun, 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 Zaun. Wo ist unser Zoozaun hin? So, jetzt gucken wir mal, was wir hier an Plätzen haben. Nee, da. Also, was haben wir denn hier noch Schönes? Kleiner Springplatz mit Brunnen. Platz mit Statue. Aber vielleicht können wir das hier, das können wir hier gegenübersetzen. Das wäre nämlich ganz schick. So, hier mal ein Platz mit Statue. Wir haben hier nochmal großer Blumenplatz. Den setzen wir mal direkt links und rechts. Ja, das sind zu viele. Weg. Jawohl, wir abgerissen. Da hier bis hier vorne ran. Denn dann haben wir nämlich hier direkt die Verbindung geschaffen. Ist die jetzt da? Ja, ne? Nicht. Also jetzt und hier genauso. Na, die ist zu nah. Das habe ich mir gedacht. Aber dann kann sich das nämlich auch schon mal entwickeln, das Gebiet. Das finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Sehr gut. Haben wir noch was anderes an Plätzen? Ne, das nicht, aber hier. Ein kleiner Foodtruck-Platz. Und Eiscreme. Ja, hier quasi so eine Art Hotspot. Haben wir noch ein paar Geschäfte. So, wir brauchen hier noch die U-Bahn-Station, aber ich glaube, U-Bahn. Da nehmen wir hier diese parallele oder große unterirdische mit den, die sich hier kreuzt. Ich glaube, die setzen wir auch schon mal. So, mal gucken, wie wir jetzt dann hier brauchen wir die Kreuzung. Ja, die kann ich schaden.
Und wir brauchen noch bustechnisch auch noch mal was. Achso, Moment, wir machen hier noch nicht Taxi, sondern das mit dem Bus machen wir als erstes. Wir brauchen ja kein Terminal, sondern also wir kommen auch diese Dinger. So, haben wir hier noch mal irgendwas Hübsches dabei? Ich gucke gerade noch mal durch. Nee, eigentlich nicht. Bushaltestellen, da sollten wir noch so einen Bushub vielleicht platzieren. Busdepot haben wir schon. Busbahnhof, genau. Alles aber groß. Gibt es denn hier einen kleinen? Da. Die muss auf der Straße hier platziert werden, das ist logisch. Dann setzen wir ihn hier vorne hin. Ja. Gut, dann platzieren wir jetzt hier unsere Gebäude. Die sind schmal, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, das gleiche machen wir jetzt auch hier. Da können wir jetzt so Dreier setzen. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Gewerbe. Und dann haben wir hier unsere Gebäude. Gucken wir hier, ob Gebäude brauchen. Das machen wir mit den Streifen, der ist genauso Quatsch. Ah doch, dann stehen welche. Ah, ne, dann haben wir so ganz kleine Häuschen. Ja, doch, 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 doch. Und hier drüben gibt es dann auch noch mal welche. Damit wächst unsere Stadt Viridis weiter. Der Strom ist auch beim Bahnhof. Den Bahnhof müssen wir noch anschließen. Aber das machen wir wirklich nicht mehr jetzt an dieser Stelle, sondern in der nächsten Folge. Unsere Stadt kann sich aber erstmal weiter entwickeln. Sieht schon wild aus hier mit diesen Bauten in Reih und Glied in unserem Industriegebiet. Wir brauchen hier noch ein bisschen an städtischen Einrichtungen, Schulen und so weiter. Das fehlt alles noch. Das kriegen wir dann aber später. Gut, dann mit diesem Blick über unser Wohngebiet und unsere Chemiefabrik, denke ich, können wir unsere Stadt Viridis wieder verlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.